Moin und willkommen zum neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Insta hatte mir ja die 2,5K Kamera zur Verfügung gestellt. Und heute gehen wir einmal kurz raus damit. Also über die App werden wir dann die Außenansicht einmal ansehen. Und zum Abschluss gibt es noch ein Gewinnspiel über diese Kamera und mein Fazit. Und dann würde ich sagen, geht's gleich weiter nach dem Intro. Das heutige Video wird unterstützt von GoingBus oder GoingBus.com. Hier habt ihr die Möglichkeit, Netflix, Disney Plus, ChatGPT Plus, Paramount, Spotify, dieser gibt noch etliche mehr, Abos abzuschließen, die richtig günstig sind. Und wenn ihr meinen Code benutzt, Dave, ich verlinke euch das, beziehungsweise steht auch in der Artikelbeschreibung, kriegt ihr bis zu 90% Rabatt. Schaut euch das an. Vielleicht gibt es das eine oder das andere, was euch gefällt. Und dann nutzt es. Ich nutze gerade Disney Plus und ChatGPT Plus. Und es bringt Spaß. Und dann würde ich sagen, jetzt geht's weiter mit dem Video. Bevor wir zur App kommen, beziehungsweise uns das Live-Bild ansehen und zum Gewinnspiel, mein Fazit über die Kamera. Ja, für das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sie gut. Es gibt sicherlich bessere, es gibt aber auch schlechtere. Sie macht, was sie soll. Ein schönes Bild ist das. Und ja, was soll ich sagen? Sie ist gut, ist relativ einfach einzurichten, in Anführungsstrichen. Ich muss ehrlich zugeben, es hat ein bisschen gehakt. Das seht ihr aber auch in meinem Video, was ich vor ein paar Wochen gemacht habe. Ich verlinke euch das auch. Oben unten steht auch in der Videobeschreibung mit drin. Ansonsten macht sie das, was sie soll. Und ich finde, das ist sehr, sehr gut. Ich würde auch eine Empfehlung zum Kauf geben. Aber bei mir könnte sie gewinnen. Aber zum Gewinnspiel kommen wir zum Schluss. Jetzt gucken wir sehen uns gleich die App an. Dann steuern wir die Kamera auch darüber. Die hat natürlich nur eine Kamera, bevor wir zur App kommen. Ich habe ja noch zwei andere mehr. Die haben eine Dualkamera, eine festverbaute und eine steuerbare. Oder beziehungsweise eine Kamera, die eine Person oder ein Fahrzeug trackt und verfolgt. Aber ich würde sagen, wir sehen uns erstmal die App an und die Außenansicht. So, jetzt kommen wir einmal zu der App, passend zu dieser Kamera. Das ist die Tuya Smart. Wenn wir darauf klicken, das dauert ein kleines bisschen. Und jetzt haben wir schon das Live-Bild. In HD, also wir sehen hier die komplette App. Ja, das ist leider nicht so wirklich groß. Jetzt haben wir es schön groß. Und dann können wir auch schön steuern, sofern das hier mal funktioniert. Wird mit ca. 111 Kilobit pro Sekunde. Hier haben wir den Cursor. Und dann können wir höher. Oder nach links, nach rechts, hoch, runter. Ich glaube, ihr könnt das sehen, es rauscht ein bisschen. Also wenn ich jetzt hier den Cursor bewege, ich gehe nochmal nach rechts oder nach oben, ja, dann ist da eine kleine, etwas stärkere Latenz. Aber insgesamt bin ich trotzdem zufrieden. Es macht ja ein vernünftiges, klares Bild in HD, ist ja auch egal. Wenn wir jetzt hier wieder zurückgehen, dann haben wir nur diese minimale Ansicht. Das ist ja, ich sag mal, vom Smartphone der Bereich. Aber wir sehen es. Wenn ich jetzt hier raufklicke, dann habe ich ein Vollbild. Und ich habe, na klar, die Möglichkeit, hier drüber zu steuern. Nach links, nach rechts, runter, hoch. Kann das auch so einstellen, dass getrackt wird. Hier ist, na klar, nur eine Kamera. Jede Kamera hat seine Vor- und Nachteile. Mit ca. 111 Kilobit pro Sekunde wird das Bild übertragen. Hier sieht man die Uhrzeit. Gehe ich nochmal zurück. Hier sieht man, Datum und Uhrzeit ist aber ein bisschen schlechter. Gehe mal hier rauf. Jetzt haben wir hier auch einen Vollbildmodus, aber trotzdem noch klein. Hier haben wir dann
Lautsprecher können wir ausmachen. Also wir können uns das auch von draußen anhören. Zum Glück ist jetzt draußen kein Lärm, sonst würden wir das jetzt hören. Ich kann jetzt hier eine Aufzeichnung starten, wieder stoppen. Dann kann ich das jetzt hier abspielen. Ich kann Fotos machen, wird dann auch hier der Screenshot. Ich kann auch sprechen, wenn ich möchte. Hier habe ich dann klar auch den Nachtmodus, Flimmer, Anti-Flimmer. Wir aktivieren das mal. Wir gehen auf 60 Hertz. Dann gehen wir mal wieder etwas zurück in die Kamera. Jetzt finde ich das ein bisschen hell. Auch wenn jetzt die Sonne scheint. Das ist echt hart. Nehme ich jetzt Anti-Flimmer frei. Ich gehe mal auf 50 Hertz. Dann sieht das wieder besser aus. Also mit 60 Hertz ist das schon echt hart. Da sieht man ja fast nichts, als wenn der Nebelwand vor der Linse wäre. Ich übertreibe jetzt mal. Das ist jetzt mit 50 Hertz, ist für mich ein vernünftiges Bild. Und ja, absolut ausreichend für den Heimbedarf oder den Heimbereich, also die ein Haus haben. Ob das nun ein Einfamilienhaus ist, eine Doppelhaushälfte, ist ja völlig egal. Die ein bisschen Sicherheit in ihrer Abwesenheit nutzen möchten. Oder haben möchten, sagen wir es mal so. Also mein Fazit insgesamt, ja, für den Preis kann man es immer kaufen. Wer ein bisschen was Besseres haben möchte, auch Enster hat, mit Solarpanel und Akku, das ist jetzt eine, die mit dem Stecker, also ich brauche eine Steckdose, eine Außensteckdose oder ich muss ein Verlängerungskabel legen. Und hier ist ein Transformator dazwischen, der ist ein bisschen offen. Der sollte gut geschützt sein vor Regen und Nässe. Aber insgesamt bin ich begeistert, es reicht für mich aus. Und ja, meine Kaufempfehlung würde ich sagen, ja. Sorry, ich bin noch ein bisschen erkältet, deswegen hört sich meine Stimme ein bisschen nicht so schön an. Wir kommen jetzt zum Gewinnspiel. Was müsst ihr machen? Ich schreibe euch das auch noch klar in die Videobeschreibung. Einmal abonnieren meinen Kanal, liken und noch viel wichtiger ist, einen lustigen, netten Satz. Das kann auch jetzt auf die Kamera bezogen sein, das kann auch was anderes sein. Und Ende September geht ihr alle in die Verlosung und dann suche ich mir denjenigen raus, der mir am besten gefällt. Und den schreibe ich dann an und dann schicke ich ihm die Kamera zu. Und das soll es jetzt ja auch gewesen sein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Techti. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Tech Dave.